Temperatursurfen. In diesem Video zeige ich dir, wie man mit den neueren Modellen der Rancilio Silvia Version 5 und Version 6 die richtige Brühtemperatur findet. Danke nochmal an einen Viewer, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es für die neueren Modelle der Silvia eine bessere Methode zum Temperatursurfen gibt. In diesen ist ein anderes Heizelement verbaut als in den älteren Versionen. Wer allerdings eine Silvia Version 1 bis Version 4 hat, sollte sich dieses Video hier einmal anschauen. Das Prinzip ist jedoch ähnlich. Bevor du anfängst, sollte die Maschine mindestens 15 bis 20 Minuten vorgeheizt haben, um alle Teile auf Brühtemperatur zu bringen. Wenn du dich am Sieb deines Siebträgers fast verbrennst, hast du eine gute Temperatur erreicht. Um die richtige Temperatur mit den neueren Modellen der Silvia zu finden, läuft es wie folgt ab. Espresso sollte am besten mit einer Gradzahl von ungefähr 93 Grad gebrüht werden. Der Heizzyklus und damit die Temperatur in einem Einkreiser ist nicht stabil, sondern schwankt stetig, weil immer hochgeheizt wird, wenn eine Temperatur im Boiler unterschritten wird. Dann geht die orange Lampe an. Jetzt heizt sie hoch bis zu einem gewissen Punkt, das ist bei den neueren Silvia-Modellen ungefähr bei 90 Grad. Dann geht die Lampe aus. Nach dem Ausgehen der Lampe wird jedoch noch für kurze Zeit hochgeheizt. Danach erreicht die Temperatur im Boiler nach ungefähr 2 bis 3 Sekunden die Zieltemperatur von 93 Grad. Wenn jetzt noch länger gewartet wird, dann ist es zu heiß für den Brühprozess. Die Maschine heizt dann nämlich bis zu einer Gradzahl von ungefähr 100 Grad hoch, bis die Temperatur danach wieder abfällt und der Heizzyklus wieder von vorne anfängt. In der Praxis sieht es also so aus. Ich fange an, meinen Espresso-Shot vorzubereiten, wenn ich weiß, dass die Heizphase demnächst irgendwann anspringen wird. Falls die Heizphase nicht automatisch anspringt, löse ich den Prozess aus, indem ich Wasser in meine Tassen oder Gläser beziehe. Damit werden sie auch direkt aufgewärmt. Mein Siebträger liegt schon getämt bereit. Wenn ich weiß, dass die orange Lampe also demnächst ausgeht, spanne ich schon mal meinen Siebträger ein, stelle Waage und Tasse drunter. Und jetzt, wenn die Lampe ausgeht, warte ich kurz 2 Sekunden und beziehe dann erst meinen Espresso. Dadurch, dass immer nach der gleichen Sekundenzahl gebrüht wird, wird so der Brühprozess mit gleicher Temperatur konsistent. Diese Methode ist also für diejenigen, die keine PID verbauen möchten, die die Temperatur der Silvia von außen steuert. Infos dazu habe ich euch trotzdem unten verlinkt. Eine kleine Anregung zum Ende. Unterschied zwischen hellen Röstungen und dunklen Röstungen. Hellere Röstungen vertragen in der Regel höhere Temperaturen bei der Extraktion als dunklere Röstungen. Deswegen könnte es interessant sein, für hellere Röstungen ein wenig länger als diese 2 Sekunden zu warten, die der Regelfall für eine optimale Temperatur ist. Das gilt auch für dunklere Röstungen. Brüht man direkt, wenn die Heizphase endet, hätte die Silvia noch nicht die optimale Temperatur erreicht, sondern wäre ein wenig kälter, welches den dunklen Bohnen eventuell zugutekommen könnte. Mit dieser Methode könnt ihr mit der Temperatur eurer Maschine herumspielen und eure eigene Brühtemperatur finden. Denn das Wichtigste ist doch, dass euch der Espresso schmeckt, ob jetzt ein wenig zu heiß oder zu kalt. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das mit einem Daumen hoch und abonniere gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Video.